Herzlich willkommen. Tauchen Sie ein in die geheimnisvolle Welt Venedigs, die Metropole der Liebe. Ist er der Richtige? Stellen wir die Frage, und diese Frage werde ich jetzt beantworten. Dieses Legesystem, ist er der Richtige, wurde von mir entwickelt. Diese Aufnahme ist ein Beratungsvideo. Diese Beratungsvideos bleiben nach wie vor anonym. Früher habe ich einen Namen ausgedacht, wie Edith oder Maria oder Silvia. Und mit diesem Nicknamen habe ich die Videos veröffentlicht. Vor einigen Tagen habe ich eine Eingebung bekommen, ich soll diese Aufnahmen mit einem medialen Namen veröffentlichen und ich empfange diese medialen Namen. Das bedeutet, bei diesen Beratungen bekommt ihr einen persönlichen medialen Namen. Und bekommt ihr auch eine persönliche mediale Botschaft. Und dann kommt die Legung dazu. Wenn ihr die Geburtsdatum mitschickt, dann kann ich astrologisch auch etwas dazu sagen. Mein Honorar beträgt für diese Art von Beratung, ist er der Richtige, 25 Euro. Wie ich schon sagte, diese Aufnahme ist ein Beratungsvideo und die mediale Name ist Nairada. Liebe Nairada, das ist dein Video, sei herzlich willkommen. Ich möchte mich bedanken für deine Treue. Ich möchte mich bedanken für diesen Auftrag und selbstverständlich auch für dein Anvertrauen. Ich beschreibe kurz deine Situation. Du hast vor kurzem einen Mann kennengelernt, das hat dein Herz berührt. In diesem Moment wusstest du noch nicht, dass er verheiratet ist. Das hat er später erzählt. Ihr habt immer wieder mal Kontakt über E-Mail, aber kein Treffen. Und die Frage ist, ist er der Richtige oder kommt jemand anderen? Und das klären wir bei diesem Beratungsvideo. Erstmal deine persönliche mediale Botschaft. Ein Treffen mit ihm wird noch kommen, allerdings nicht so schnell. In dieser Zeit werden aber Neuigkeiten da sein, weil du wirst bald jemand kennenlernen und schwebst vor Glück. Das war die mediale Botschaft. Erstmal schauen wir an, wo stehst du gerade? Mit welchen Gedanken, Gefühlen, was beschäftigt dich oder was für Chancen hast du zurzeit? Dein Bild hier und jetzt zeigt diese Karte an. Du hast die Bedürfnis nach Sicherheit, Stabilität und Harmonie. Diese Harmonie, das Begeisterung von etwas und auch die Leichtigkeit dabei, diese inneren Harmonie verspürst du immer wieder, aber kommen Einflüsse von außen, wo dich aus dieser Ruhe bringt. Und wahrscheinlich sind es die Erwartungen oder das Ungeduld, weil von ihm zu wenig kommt und du möchtest aber diese Momente genießen, auch diese Leichtigkeit, das befreit dich auch, aber dieses Sicherheitsbedürfnis ist zwar da, aber es fehlt die Bestätigung. Was sollst du loslassen, verändern, weil das kann dein Hindernis sein, zeigt diese Karte an.
Wenn du hier und jetzt sein kannst, ist diese Karte wundervoll, weil du hast Möglichkeiten, Chancen, auch in die Liebe, Partnerschaft, auch beruflich, also im Allgemeinen, hast du diese tägliche Chancen, aber dann sollst du wirklich hier und jetzt sein. Was dich blockieren kann, diese Chancen wahrzunehmen, das zu leben, wenn du Gedanken machst über Vergangenheit oder Gedanken machst über die Zukunft, dann vergisst du hier und jetzt zu sein. Und das sollst du ein bisschen verändern, dass du deine Aufmerksamkeit auf die Tag lenkst, auf die Tagesereignisse, weil daran liegt deine Chancen, daran liegt auch dein Glück. Was unterstützt dich dabei, wo man sagen kann, das machst du prima, das ist klasse, das zeigt diese Karte an. Es ist keine schöne Karte. Warum ist das für dich was Positives? Kann ich auch erklären. Dieses Bild zeigt Intrigen, Lügen, all das, was so hinter dem Rücken passiert. Das sind so richtige Gemeinheiten. Warum ist das für dich Gutes? Es ist sicherlich kein schöner Einfluss von außen. Was ich aber erkennen kann, wo dein Vorteile hast, du erkennst das. Du siehst die Wahrheit. Das heißt, die kann man nicht einfach über den Tisch ziehen oder dich anlügen, weil du hast dieses Gefühl dazu. Du spürst es, wer ehrlich ist. Du spürst es, wenn jemand mit Lügen kommt. Du hast diesen siebten Sinn. Und das ist gut für dich, weil das begleitet dich. Da hast du Lebenserfahrungen gemacht. Das heißt, du bist sehr schlau und du siehst das, die wahren Gesichter, die Menschen. Du hast diesen Herzensmann. Ihr habt euch begegnet. Eine gewisse Annäherung war da, aber es war nicht wirklich intim. Und du hast Herzklopfen bekommen. Jetzt schauen wir seine jetzige Situation. Jetzt weißt du, er ist verheiratet. Wie lebt er? Was beschäftigt ihn? Was ist seine jetzige Situation? Er braucht auch Sicherheit und Stabilität in seinem Leben. Das zeigen die Münzen an. Kann auch bedeuten, dass er sehr auf den Finanzen denkt und kann auch ein Hinweis sein, dass er aus finanziellen Gründen noch nicht trennen möchte. Die Zahl 6 hier hat auch eine Bedeutung. Ein Hinweis, etwas loslassen, von etwas verabschieden oder trennen. Ist er bereit, sich zum Trennen, ist die Frage. Es sieht im Augenblick noch nicht so aus, weil wie das Bild zeigt, er schaut dich an, er beobachtet dich ganze Zeit, aber er spricht nicht, er geht nicht auf dich zu. Und weil das alles hinter deinem Rücken passiert, du nimmst es gar nicht bewusst wahr. Vielleicht sagt dir dein Gefühl, es ist etwas noch da. Und woher kommt dieses Gefühl? Das kommt durch deine Begabung, dass du diese Vorahnung hast. Du weißt, was hinter deinem Rücken passiert. Wo macht er einen Fehler? Wo liegen seine Stolpersteine? Das zeigt diese Karte an. Dieses Kelch symbolisiert die Gefühle. Und er hat Gefühl. Er hat Gefühl für dich. Und er beobachtet dich auch ganze Zeit. Aber er denkt auch materialistisch. Und seinen Gefühlen
versucht er zu beherrschen. Das ist natürlich gut, wenn man die Gefühle beherrschen kann. Aber so wie er hier sitzt, er ist unbeweglich. Entweder wartet, bis von dir etwas kommt, oder wartet der richtige Moment. Und diese Haltung, auch diese Ruhe und die Gelassenheit, er ist sicher an deinen Gefühlen. Dieser Gesichtsausdruck zeigt Selbstsicherheit. Also er ist davon überzeugt, dass du auf ihn stehst. Und hat diese Haltung. Aber so wie die Botschaft war, es ist nicht gut, dass er so lange wartet, weil du wirst in dieser Zeit jemand kennenlernen. Also er hat dich falsch eingeschätzt. Weil diese Karte wird sein Blockade sein, sein Hindernis, sein Stolperstein. Das bedeutet, wenn du wirklich jemand kennenlernst in dieser Zeit, dann hat das eingeschlafen. Das bedeutet, er hat nicht rechtzeitig gehandelt und dadurch kann dich verlieren. Wenn in diesem Moment, wo du dich neu verliebst, dann hast du auf diesen Mann gar kein Interesse mehr. Das weiß er aber nicht. Dazu ist er sehr selbstsicher. Was beeindruckt dich oder wie kann er dich wirklich beeindrucken, das zeigt hier diese Karte an. Es ist nicht unbedingt das Bild, wo man sagen kann, oh, das beeindruckt mich. Weil er befindet sich in dieser Brücke und das symbolisiert eine Übergangsphase. Und er hält auch etwas fest in Hand. Und das macht ein bisschen unbeweglich. Aber was beeindruckt dich oder warum? Ich stelle vielleicht die Frage anderes. Warum ist das für dich gut, diese Begegnung? Oder warum ist es gut für dich, mit ihm kommunizieren? Weil diese Übergangsphase hilft dir. Hilft dir, dass deine Vergangenheit abschließen kannst. Hilft dir, dass deine Gefühle bewusster wahrnimmst. Hilft dir, dass deine Weiblichkeit bewundert wird. Hilft dir, dass du zu anderen Gedanken kommst. Hilft dir, dass du deinen Gefühlen, dein Herz wahrnimmst, dass du entdeckst, dass du verliebt bist. Also in dieser Übergangsphase begleitet dich dieser Mann und diesem Ich begleite dich, das tut dir momentan gut. Auch wenn es Tage gibt, was dich ein bisschen traurig macht, weil er nicht regelmäßig schreibt, trotzdem hat ein guter Einfluss auf dich. Jetzt schauen wir die andere Seite an. Die mediale Botschaft war, dass du bald jemand kennenlernst. Wer ist dieser Mann? Hier liegt die Krankheit. Dieses Bild zeigt mir nicht seine Situation an, dass er krank ist oder Hilfe braucht, sondern meine Intuition sagt, dieses Bild zeigt seinen Beruf. Er ist Arzt. Arzt oder Heilpraktiker. In diesem Bereich arbeitet er. Und so werdet euch begegnen. Damit möchte ich nicht sagen, dass du krank bist und im Arztpraxis euch verliebt, sondern ihr werdet euch begegnen und du erfährst, dass er in diesem Bereich arbeitet. Arzt, Psychologe, Heilpraktiker. Also das beschreibt sein Leben, seine jetzige Situation und ich erfasse dieses Bild als sein Beruf. Wo sind seine Stolpersteine? Das zeigt hier diese Karte.
Karte bedeutet Wahrheit. Das ist auch eine sehr positive Karte, wenn jemand wahrheitsliebend ist. Warum ist das bei ihm der Stolperstein, diese Karte? Das kann ich nur so beschreiben, dass er gutgläubig ist und er glaubt das, was die Menschen ihm sagen. Dass er nicht unterscheiden kann, was ist die Wahrheit und was ist die Lüge. Natürlich kann ein gewisses Maße ihm das auch kränken. Aber er ist da unvorsichtig. Und hier habt ihr eine Verbindung. Du bist da sehr vorsichtig und du hast dieses Gefühl, wenn jemand unehrlich ist oder versucht, dich anzulügen, kann ich vielleicht sagen, auch bist du ein bisschen misstrauisch. Und er ist zu gutgläubig und glaubt alles, also vielleicht nicht alles, aber vieles, was ihm gesagt wird. Und natürlich, du kannst ihm dabei helfen, da einen Hinweis zu geben, wenn ihr zusammenkommt, dann kannst du ihn unterstützen bei seinen Entscheidungen. Was wird dich faszinieren an diesem Mann? Ich betone, dieser Mann ist noch unbekannt. Also es liegt in Zukunft. Der Mann, der dich noch begegnet, das ist die Leidenschaft. Und nicht nur die Leidenschaft, sondern auch die Kraft. Er gibt dir Kraft und baut dich auf und du gibst ihm aber auch Kraft. Und das ist eine gegenseitige Unterstützung. Jetzt kehren wir zurück zu deinem Herzensmann, dieser verheiratete Mann. Stell dir vor, du kommst doch mit ihm zusammen. Welche Chancen liegen für dich da? Also die Kelchen zeigen schon Liebegefühle und das ist nicht einseitig. Und die Zahl 6 bedeutet, es muss etwas aufgegeben dafür. Nicht von deiner Seite aus, weil du bist frei, sondern er muss etwas aufgeben, wenn er diese Liebe leben möchte. Und das ist natürlich seine Ehe. Die Frage ist, gibt er diese Ehe auf und dann lebt ihr eine traumhaft schöne Beziehung oder er hält da fest und bleibt diese Liebe ein Traum. Die Karten lassen das offen alles. Momentan sieht es so aus, dass er von sich überzeugt ist und ist überzeugt, dass du Gefühle für ihn hast, dass er ganze Zeit dich beobachtet. Er weiß nicht, wie er entscheiden soll. Er ist wie in einer Übergangsphase, so ein bisschen hin und her gerissen. Was ihm aber wichtig ist, das sind die Finanzen und Gefühle hat für dich. Aber die Frage ist er bereit, sich scheiden lassen und diesen Traum zum Leben? Das lässt das Bild offen. Jetzt übergehen wir auf diesen noch unbekannten Mann. Wie liegt da die Zukunft für dich? Die vollkommene Harmonie, sehr tiefen Gefühlen, ganz, ganz viel Kelchen hier und natürlich sehr leidenschaftlich. Und das ist auch die Harmonie, geben und nehmen. Er ist glücklich, du bist glücklich in dieser Partnerschaft. Das heißt, du hast eine schöne Zukunft und noch Chancen, die wahre Liebe zu finden, wobei dein Herzensmann ist auch sehr gefühlsvoll. Du hast auch Gefühle für ihn und du entsprichst auch seine Träume. Mit anderen Worten, du bist seine Traumfrau. Das zeigt hier dieses Bild an. Aber ob er eine klare Entscheidung trifft und seine Ehe aufgibt,
so wie er finanziell eingestellt ist, ist fragwürdig. Kann sein, kann nicht sein. Aber schau auch deinen Chancen und ich bin sicher, wenn du mit diesem Arzt zusammenkommst und lebt diese harmonische Beziehung, dann wirst du die Entscheidung treffen und dann trifft das ein, dass diese Haltung wird sein Eigentor sein, weil du wirst von ihm verabschieden. Wo liegt deine Zukunft und wann? Was erwartet dich in die Liebe-Partnerschaft? Das ist ein festlicher Anlass und ein sehr schöner romantischer Abend und diesbezüglich, so wie die Legung jetzt liegt, würde ich sagen, das ist fast wie eine Verlobung und dieser Moment erwartet dich wann? Das zeigt hier die Zahl 7 und das kann die 7. Monat sein, wie Juli, aber das würde ich intuitiv sagen, nein, das ist zu früh, so schnell wird das nicht gehen. Das würde dann bedeuten, in ein paar Wochen ist es soweit. Aber wir können dieser 7. Monat, und das logisch ist, machen wir astrologisch, dass wir dem Jahr nicht mit Januar beginnen, sondern so wie die astrologischen Jahr beginnt, wir beginnen mit April, weil das ist, dort beginnt die Frühling. April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober wäre die 7. Monat. Und das ist korrekt, wenn ich das astrologisch betrachte. Kannst damit Oktober rechnen, dass hier schon über die Zukunft spricht. Das bedeutet aber nicht, dass du Oktober diesen Mann kennenlernst, sondern hier gibt es schon Zukunftspläne oder eine Verlobung. Begrenze so die Zeitraum. Betrachte die Zahl 7 als Juli, von Januar ausgerechnet und von Frühling ausgerechnet kommst zum Oktober. Und diesem Zeitraum von Juli bis Oktober ergibt sich das alles. Und bis Oktober hast du die Klarheit und du triffst die Entscheidung, er oder der andere, wer ist der Richtige? Es ist nicht nur deine alleinige Entscheidung, weil bei deinem Herzensmann muss natürlich er auch eine klare Entscheidung treffen und sagen, er ist bereit, sich zu trennen. Dann hast du Chancen bei ihm. Aber wenn er sich zögert und Zwischenzeit verliebst du dich neu, dann triffst du die klare Entscheidung und das lassen wir offen. Ich möchte diese Entscheidung nicht entnehmen, sondern ich vertraue an deine Gefühlen und du wirst schon die richtige Entscheidung treffen. Liebe Nairada, das war diese Legung und ich bedanke mich nochmal dein Anvertrauen. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.